Mich kitzelt schon wieder an der Nase. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dann sind die Engel ja da. Ja, die Frage heute ist, warum immer wieder nichts passiert? Warum ist nichts passiert jetzt die letzten Tage? Wir haben alle so sehr oder viele von uns haben auf große Veränderungen gewartet und es ist nichts geschehen. Es ist fast so, wie wenn nichts gewesen wäre. Das möchte ich gerne mit euch beleuchten und ich habe auch Botschaften der geistlichen Welt von euch. Ich habe das ergründet. Gestern Abend habe ich mich intensiv mit der geistlichen Welt unterhalten, warum denn nichts passiert, an was das liegt. Ich möchte dazu mal ein bisschen in das Universum ausschweifen. Ihr seht da hinten so ein schönes Sternenbild. Wir sind ja mit dem Universum verbunden, beziehungsweise wir sind aus dem Universum entstanden. Das heißt, wir tragen die Schwingung der Liebe in uns. Und das heißt auch, dass jeder Mensch diese Schwingung in sich trägt. Also die Schwingung der Liebe und man könnte sagen, die gleiche Schwingung. Wir schwingen alle in einem Schwingungsfeld, was angekoppelt ist an das Universum. Und jede Zelle in unserem Körper trägt die Liebe des Universums. So ist es in knappen Worten jetzt mal ausgerichtet. So ist auch die Schöpfergeschichte von Gott so gewollt, dass wir in dieser Liebesenergie schwingen. Ja, was will ich denn jetzt euch eigentlich damit sagen? Es hört sich ja schön und gut an. Ich wollte auf die Zellen, auf unsere Zellerinnerungen und auf die Zellstrukturen eingehen. Es heißt, von den hermetischen Gesetzen des Universums, dass das, was du denkst, geschieht, dass das, was du, diese Kraft der Worte, die Kraft deiner Gedanken, dass die das steuern, was geschehen wird. Und um etwas, ihr wisst ja selber, um etwas zu tun oder um etwas zu machen, muss die eigene Initiative da sein. Ich habe da so ein ganz lustiges Beispiel, das werde ich euch gleich mal erzählen, aus meinen vielen Reisegruppen, die ich geführt habe, als wir in England unterwegs waren. Und da werdet ihr verstehen, dass für jeden Wunsch auch eine Aktivität dazugehört. Ich erkläre es euch nachher noch genauer. Jetzt kommen wir erstmal zu diesem Beispiel. Und zwar waren wir wie immer im Reisebus unterwegs und da machen wir ja ab und zu mal Kaffeepausen. Und zu so einer Kaffeepause haben wir also an einer Raststätte auf der englischen Autobahn gehalten. Das war toll, das war in Cornwall an der Küste, man konnte so runterschauen aufs Meer. Ja, und dann sind wir also da rein und dann war ein Kaffeeautomat da drin und wir mussten uns in der Schlange anstellen. Naja, ich kam dann bald dran, vor mir war nur noch eine Frau und es ging also ganz zügig voran. Jeder hat Geld eingeworfen, den Kaffee rausgeholt und ist dann gegangen und so ging das nacheinander. Und dann kam also diese Frau vor mir, die stand vor dem Automat und hat gewartet. Und ich habe das so beobachtet und habe gesagt, na ja, wenn du jetzt kein Geld reinwirfst und nicht drauf drückst, du musst schon selbst aktiv werden, dann passiert nichts. Ach so, ja, und dann hat sie das gemacht und wir haben alle so ein bisschen geschmunzelt. Aber das ist jetzt genau das Beispiel, auf was ich heraus will, was ich dir erzählen will. Wenn du jetzt also nur wartest, wenn du nichts tust, wenn du sagst, okay, ich warte darauf, es wird was geschehen, es wird sich was verändern, dann verändert sich nichts. Die Frau hätte niemals diesen Kaffee bekommen, wenn sie nicht selbst aktiv geworden wäre. Und das fühlt sich jetzt so an, dass fast alle Menschen, also, oh nee, anders ausgedrückt, dass sehr viele Menschen in so einer Schockstarre sind und warten. Sie warten, dass was passiert, ohne selbst aktiv zu werden. Das Warten, dass jemand kommt, der einen erlöst, der einen von einer Situation in eine andere Situation bringt. Mit dem Warten allein geschieht nichts. Es liegt auch darum, die geistige Welt hat uns ja den
freien Willen gegeben, die freie Entscheidung. Und schon allein aus diesem Grund kann ja niemand für dich die Entscheidung nehmen und etwas für dich tun. Du musst ihm darum bitten, du musst sagen, mach dies oder das für mich. Dann ist es deine Entscheidung, was du möchtest. Aber es ist nicht möglich, dass jemand anderes für dich die Verantwortung übernimmt, weil wir ja den freien Willen haben. Und jetzt der Punkt ist, die innere Einstellung, also das passive Warten, das nützt nichts. Das passive Warten, damit gibst du die Chance deiner Kraft, was du alles bewirken kannst, die gibst du ab. Und die gibst du dann an die ab, die tätig sind, die aktiv sind und die nutzen dann diese Energie. Und das ist ja wohl nicht der Sinn oder im Sinne der Lichtarbeiter, unsere Kraft und Macht abzugeben an irgendjemand, der die dann ausnutzt. Also, es heißt, immer dann, ja und jetzt, ach so, genau das Allerwichtigste noch, da wir ja, was ich euch am Anfang erklärt habe, alle verbunden sind über die Liebe des Universums, die schwingt ja in unseren Zellen. Und wenn wir jetzt also passiv sind, wenn man nichts tut, dann schwingt diese Passivität auch in den Zellen und dadurch schwingen dann alle, die passiv sind, in dieser gleichen Schwingung. Und dadurch kann überhaupt nichts passieren. Also diese gleiche Schwingung, wir sind alle miteinander verbunden. Wir sind mit dem Universum verbunden, wir sind mit der geistigen Welt verbunden und mit allen Menschen verbunden. Das ist eine Schwingung. Und diese Schwingung auf der Erde ist, sag ich mal, unterschiedlich, je nachdem, wie viele Menschen in der gleichen Schwingung sind. Wenn jetzt sehr, sehr viele Menschen in der passiven Schwingung sind, also in dieser Schockstarre, wo sie nichts tun, dann kann auch nichts geschehen. Das ist also eine Passivität, die alles blockiert, jede Entwicklung blockiert. Das heißt also, ihr Liebsten, die Menschen sollten aufwachen, sie sollten erkennen, dass wir so nicht weiterkommen und dann kommt nämlich auch der Aufstieg nicht. Der verzögert sich. So lange, bis die Menschen tatsächlich verstehen, dass eben die Schwingung alle verbindet. Und wenn du aktiv bist, eine aktive Schwingung hast und dass viele Menschen sind, kann Großartiges entstehen. Und genau darum geht es, diese Aktivität endlich mal dann auch durchzuführen. Und dann wird sich was verändern. Also nicht darauf warten, dass jemand von außen kommt und irgendwas für dich tut. Das geht nicht, weil niemand kann die Verantwortung für dein eigenes Leben übernehmen. Das kannst nur du selbst. Und wenn du halt das abgibst, dann passiert nichts. Das ist zum Beispiel sogar ein Krankheitsbild. Wenn ein Mensch die ganze Verantwortung abgibt für sein Leben, dann wird er depressiv. Das ist jetzt sehr zugespitzt, aber das ist so. Und überleg mal, was das für Konsequenzen hat. Ja, also eine interessante Sendung und ich hoffe, es bringt den einen oder anderen von uns zum Nachdenken und es bringt vielleicht auch viele Menschen, die in dieser Schockstarre waren, die so gelähmt waren und immer nur gehofft haben und immer nur auf das Äußere geguckt haben, dass von außen was kommt, dass sie jetzt begreifen, dass nur das, was kommt, was im Inneren von uns ruht. Also entweder ich bin passiv oder aktiv im Inneren. Ja, wenn ich passiv bin, kommt nichts, kommt nur, passiert gar nichts. Und wenn ich aber aktiv bin, wenn ich mich jetzt entscheide, zur Lichtarbeit zu gehen, spirituell mich selbst auszurichten, an mir zu arbeiten, mit meinem Geist Dinge manifestiere, die dann in meinem Leben passieren. Weil das hat ja jeder Mensch, diese Kraft, sein Leben selbst zu manifestieren, selbst zu gestalten. Wenn ich aber passiv bin, mache ich nichts, dann gebe ich ja alles ab. Und das ist der Punkt. Ich sage einfach, die Zeit des Aufwachens ist wirklich da und sie betrifft jeden Menschen. Erkennet, dass in euch eine so große Kraft ruht, die mit der
jeder Mensch alles erreichen kann. Und wenn es dann ganz viele sind, dann kommt der Umbruch. Vorher nicht. Und jetzt bin ich gespannt. Ich bitte nochmal die geistliche Welt um einen Rat, um eine Botschaft zu diesem Thema. Ich habe jetzt schon viel erzählt, was ich also gestern Abend an Botschaften bekommen hatte. Und ich möchte aber jetzt mal gucken, dass die geistige Welt auch nochmal zu uns spricht. Und ich freue mich schon sehr darauf. Und ich wünsche euch ganz viel Freude mit der Botschaft jetzt. Ich werde mich einsprühen. Ich habe schon mal Smarana hergelegt. Smarana und was nehmen wir noch? Die 99. Ja, so. Ich muss mich erstmal zentrieren und nach innen gehen. Meine Liebe ausdehnen, damit ich für euch bereit bin gleich. Und ich bitte um die Energie des Schutzes für uns alle, für dich und für mich. Und schon breitet sich diese Energie aus und hüllt uns ein. Nun richte ich meinen Kanal direkt aus, hinauf in die Wirklichkeit, in das Universum, in die siebte und achte Dimension. Ich rufe die Räte des Lichtes. Ich rufe die Räte des Lichtes und bitte für eine Botschaft aus der höchsten, reinsten, göttlichen Energie. Und ich bitte darum, dass diese Botschaft alle Menschen erreicht, die sich in diesem Prozess befinden. Einzieht die Energie des Lichtes, einzieht die Energie der Liebe. Die hohen Räte des Lichtes betreten diesen Raum, in welchem du dich jetzt gerade befindest. Sie erhöhen mit ihrer Anwesenheit sofort die Energie. Und ich bitte dich, wenn es dir möglich ist, dich fallen zu lassen und dein Herz zu öffnen. Denn die Energie der hohen Räte des Lichtes möchte dich berühren. Sie möchte dein Herz öffnen und dir Wege zeigen, wie du weiterkommst. Geliebtes Menschenkind, ich bin Aaron. Ich wurde jetzt in diesem Moment auserwählt, zu dir zu sprechen. Ich bin ein Mitglied der Räte des Lichtes und ich überbringe dir die heutige Botschaft. Die Grundausrichtung eines jeden Menschen ist die Liebe. Die Urzelle des Universums ist die Liebe. Und aus dieser Urzelle ist dein Licht entstanden. Also trägst du
die Urenergie der höchsten Liebe, der vollkommensten Liebe in dir. Du lebst im Moment auf der Erde und befindest dich in der dreidimensionalen Ebene. In dieser Ebene wird deine Seele geschult. Und umso wichtiger ist es, dass du jetzt genau zuhörst. Denn die universellen Gesetze, sie wirken für dich, egal ob du es möchtest oder nicht. Du trägst die Energie der universellen Gesetze in dir und alles, was du tust oder denkst, hat eine Konsequenz. Somit trägst du auch eine Verantwortung für das, was auf der Erde geschieht. Und da du mit allen Menschen verbunden bist und jeder Mensch ebenso, die Energie dieser Urliebe, dieser vollkommensten Liebe in sich trägt und dadurch mit den universellen Gesetzen verbunden ist und somit die ganze Menschheit mit dieser Energie verbunden ist, trägt jeder Mensch mit seiner Entscheidung dazu bei, was auf der Erde geschehen wird. Aus dieser Verantwortung kann sich niemand entziehen. Aaron spricht in großer Liebe zu dir. Aaron möchte dir die Verantwortung, die du trägst, bewusst machen. Die geistige Welt und die Räte des Lichtes sind bei dir. Sie beobachten die Erde, denn sie wissen, dass die Erde angehoben werden wird. Und du sollst auch wissen, so wie du mit dem Universum verbunden bist, genauso eng bist du mit Mutter Erde verbunden, diesem wundervollen Planeten. Und so ist die Schwingung, welche du aussendest, auch für Mutter Erde wichtig. Solange du in der passiven Schwingung bist, kann auch Mutter Erde sich nicht entfalten. Eine passive Schwingung lässt alles stillstehen. Nichts kann geschehen, keine Veränderung ist möglich. Denn du ziehst mit einer passiven Haltung Passivität an. Und da du verbunden bist mit allen Menschen über die Urenergie des Universums, ziehen alle Menschen diesen Stillstand an. Aaron denkt, dass du jetzt verstehst, welch große Macht und Kraft in dir liegt und dass du von uns, der geistigen Welt, mit allen Dingen ausgestattet wurdest, welches dir ermöglichen, Gutes und Schönes in deiner Welt auf der Erde anzuziehen. Es genügt deine gedankliche Ausrichtung und deine Aktivität dazu. Jeder einzelne Mensch ist wichtig. Jeder einzelne Mensch bestimmt mit seinem Denken das, was auf der Erde geschehen wird.
Und damit es dir leichter fällt, zu verstehen und aktiver zu werden, bekommst du eine Energieübertragung, in welcher du dir bewusst werden kannst, was du alles für Kraft in dir trägst. Und so beginnen wir jetzt, dich mit der universellen Liebe zu bestrahlen, dein Bewusstsein auszurichten auf deine Kraft und auf deine Stärke. Genieße die Energie, welche jetzt zu dir strömt. Sie strömt direkt aus der Urquelle zu dir. Schließe deine Augen und lasse dich tragen von der wundervollsten Energie, der höchsten Liebe aus dem Universum. Der Liebe Gottes. Und so ist es geschehen. Wertvolle Energien wurden übertragen und sie flossen direkt in dein Herz und in deine Seele. Aaron bedankt sich bei dir. Und so ziehen wir uns langsam wieder zurück. Es wurde alles gesagt. So ist es. Ich bedanke mich sehr für diese Botschaft und für die wundervolle Energieübertragung und schließe nun meinen Kanal und komme ebenfalls wieder in das Hier und Jetzt zurück, meine Lieben. Welch kraftvolle Worte, die mich hoffen lassen, dass viele, viele, viele unter uns erkennen, worum es geht und dass wir weitergehen können in der Entwicklung. Ich danke euch allen, dass ihr hier wart, und ich wünsche jeden Einzelnen eine wundervolle Zeit des Erwachens. Die Energien sind da, es liegt nur an dir, etwas draus zu machen. Ein Küsschen. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Ich hab euch so lieb.